Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Nummer 56. Sie wollen nach Bremen fahren und sitzen im ICE in Wagen Nummer 34. Da hören Sie folgende Durchsage. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen im ICE 782 nach Hamburg-Altona. Unser Zug besteht aus 2 Teilen und wird in Hannover getrennt. Der vordere Teil mit den Wagen 31 bis 37 fährt nach Hamburg-Altona. Der hintere Teil mit den Wagen 21 bis 27 fährt nach Bremen. Ein Durchgang zwischen beiden Zugteilen ist nicht möglich. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nummer 57. Sie haben Lust, auf eine große Party zu gehen, haben aber im Moment sehr wenig Geld. Da hören Sie im Radio folgende Ansage. Und hier noch ein wichtiger Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Das Popradio wird volljährig. Wir senden jetzt schon seit 18 Jahren und finden, das muss gefeiert werden. Und zwar ganz groß. Deshalb gibt es am Samstag, den 2. Februar, eine Riesenparty in der Zeche Karl in Essen. Natürlich mit ganz viel Musik und einem Riesenbuffet. Und das Beste daran, der ganze Spaß kostet nur 8 Euro pro Person. Und wer uns zum Geburtstag eine lustige Geschichte über den eigenen 18. Geburtstag schickt, bekommt für sich und eine Begleitperson sogar Freikarten. Die beste Geschichte wird prämiert. Also dann, bis bald! Nummer 58. Sie sind mit einer Freundin zum Spazierengehen verabredet und hören folgende Nachricht von ihr auf ihrem Anrufbeantworter. Hallo Melanie hier. Tja, jetzt ist es Sonntagmittag. Wir wollten heute Nachmittag ja eigentlich zusammen spazieren gehen. Aber jetzt ist erstens das Wetter ja wirklich nicht gerade was für einen Spaziergang bei dem Dauerregen. Und außerdem habe ich mich blöderweise auch noch ziemlich heftig erkältet. Und morgen muss ich fit sein. Da muss ich dienstlich nach Magdeburg. Das liegt ja auch nicht eben um die Ecke. Also, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das heute jetzt absag. Ich melde mich dann wieder, wenn ich zurück bin. Nummer 59. Sie interessieren sich für klassische Musik, mögen aber die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts nicht. Sie hören im Radio folgenden Konzerthinweis. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie nochmals besonders auf Ultraschall hinweisen, das Festival für neue Musik, das in den nächsten beiden Wochen hier in Berlin stattfindet. Erleben Sie ungewöhnliche Klänge auf ungewöhnlichen Instrumenten, hören Sie Uraufführungen, erleben Sie Komponisten, die ihre eigenen Werke dirigieren und vieles mehr. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen unter der Telefonnummer 01805 777777 oder im Internet unter www.ticketonline.de. Nummer 60. Es ist Anfang März.
Sie möchten mit Kindern von Bekannten in den Nürnberger Zoo gehen und hören im Radio folgenden Hinweis. Der Zustand des Nürnberger Eisbärenbabys Flocke ist weiterhin stabil. Die Kleine war von ihrer Mutter verstoßen worden und muss jetzt mit der Flasche aufgezogen werden. Sie entwickelt sich aber nach den Aussagen ihrer Tierpflegerin prächtig. Sie trinkt jetzt regelmäßig und wiegt inzwischen schon fast 3 Kilo. Im April soll Flocke dann erstmals im Freigehege dem Publikum gezeigt werden. Ende des Tests Hörverstehen. Nummer 56. Sie wollen nach Bremen fahren und sitzen im ICE in Wagen Nummer 34. Da hören Sie folgende Durchsage. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen im ICE 782 nach Hamburg-Altona. Unser Zug besteht aus 2 Teilen und wird in Hannover getrennt. Der vordere Teil mit den Wagen 31 bis 37 fährt nach Hamburg-Altona. Der hintere Teil mit den Wagen 21 bis 27 fährt nach Bremen. Ein Durchgang zwischen beiden Zugteilen ist nicht möglich. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nummer 57. Sie haben Lust, auf eine große Party zu gehen, haben aber im Moment sehr wenig Geld. Da hören Sie im Radio folgende Ansage. Und hier noch ein wichtiger Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Das Popradio wird volljährig. Wir senden jetzt schon seit 18 Jahren und finden, das muss gefeiert werden. Und zwar ganz groß. Deshalb gibt es am Samstag, den 2. Februar, eine Riesenparty in der Zeche Karl in Essen. Natürlich mit ganz viel Musik und einem Riesenbuffet. Und das Beste daran, der ganze Spaß kostet nur 8 Euro pro Person. Und wer uns zum Geburtstag eine lustige Geschichte über den eigenen 18. Geburtstag schickt, bekommt für sich und eine Begleitperson sogar Freikarten. Die beste Geschichte wird prämiert. Also dann, bis bald! Nummer 58. Sie sind mit einer Freundin zum Spazierengehen verabredet und hören folgende Nachricht von ihr auf ihrem Anrufbeantworter. Hallo, Melanie hier. Jetzt ist es Sonntagmittag. Wir wollten heute Nachmittag ja eigentlich zusammen spazieren gehen. Aber jetzt ist erstens das Wetter ja wirklich nicht gerade was für einen Spaziergang bei dem Dauerregen. Und außerdem habe ich mich blöderweise auch noch ziemlich heftig erkältet. Und morgen muss ich fit sein. Da muss ich dienstlich nach Magdeburg. Das liegt ja auch nicht eben um die Ecke. Also, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das heute jetzt absag. Ich melde mich dann wieder, wenn ich zurück bin. Nummer 59. Sie interessieren sich für klassische Musik, mögen aber die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts nicht. Sie hören im Radio folgenden Konzerthinweis. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie nochmals besonders auf Ultraschall hinweisen, das Festival für neue Musik, das in den nächsten beiden Wochen hier in Berlin stattfindet.
Erleben Sie ungewöhnliche Klänge auf ungewöhnlichen Instrumenten? Hören Sie Uraufführungen? Erleben Sie Komponisten, die ihre eigenen Werke dirigieren? Und vieles mehr. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen unter der Telefonnummer 01805 777777 oder im Internet unter www.ticketonline.de. Nummer 60. Es ist Anfang März. Sie möchten mit Kindern von Bekannten in den Nürnberger Zoo gehen und hören im Radio folgenden Hinweis. Der Zustand des Nürnberger Eisbärenbabys Flocke ist weiterhin stabil. Die Kleine war von ihrer Mutter verstoßen worden und muss jetzt mit der Flasche aufgezogen werden. Sie entwickelt sich aber nach den Aussagen ihrer Tierpflegerin prächtig. Sie trinkt jetzt regelmäßig und wiegt inzwischen schon fast 3 Kilo. Im April soll Flocke dann erstmals im Freigehege dem Publikum gezeigt werden. Ende des Tests Hörverstehen.